Hallo Little Bird und herzlich willkommen zu einer Folge von Little Nightmares. Im dritten DLC. Dieses DLC heißt The Residence. Und wir sind ja hier gerade auf dem Fahrstuhl, wo wir Madame, ich guck dich an und du bist einfach tot, verfolgt haben. Die ist hier nach oben gefahren. Und wir wissen ja, dass Six eigentlich mit ihr nach oben gefahren ist. Oder nach ihr zumindest nach oben gefahren ist. Und die tötet ja auch eigentlich diese Madame, ich guck dich an und du bist tot. Deswegen bin ich gespannt, was jetzt Eduardo mit dem zu tun hat, mit dieser Frau. Und ob er überhaupt irgendwas mit der zu tun hat. Auf jeden Fall hat sie eine Bibliothek und ein schönes Feuer. Das gefällt mir doch schon mal. Nicht, dass das Feuer gleich mit uns redet und sagt, wir müssen nach Azkaban gehen oder so. Das wäre ja nicht so cool. Ist das eine Spieluhr? Liebt ihr irgendwas? Was ist das hier für ein Ding? Das sieht sehr interessant aus. Aber anscheinend ist es nicht interessant. Na gut, nicht interessante Sachen finde ich nicht sehr interessant. Okay, wir sehen hier auf jeden Fall, dass die Madame ein paar Bilder hat. Da sieht man sie nochmal ein bisschen besser als im Hauptspiel. Das ist schon mal interessant. Oh, sie hat eine eigene... Die ist ja sehr von sich überzeugt, oder? Guck mal, die hat hier Figuren von sich, komische Bilder von sich. Nicht irgendwie von der Familie oder so. Nö, alles schön, nur von ihr. Und ich habe so die Befürchtung, dass wenn ich hier hinten hingehe, irgendwas passiert. Ist das nicht in Horrorspielen immer so? Aber hier anscheinend nicht. Das ist einfach nur ein dunkler Hallway, der aber nichts zu sagen hat. Okay. Soweit, so gut. Die steht doch eh da gleich wieder. Aber noch höre ich sie zumindest nicht singen, weil eigentlich singt sie doch so super gerne. Und ich höre schon so eine Spieluhr im Hintergrund, so ganz leise. Deswegen, da ist sie. Schon wieder. Hey, okay, die ist immer an ihren Spielen unterwegs. War sie auch bei Six schon? Okay, wir sehen jetzt schon, wo der Schlüssel ist. Ich habe die Befürchtung, da sie ja jetzt nicht am Rumsingen ist, wird sie uns sehr, sehr schnell hören, wenn wir hier auch nur den leisesten Geräusch machen. Und sie hat tatsächlich sogar eine Spieluhr von sich. Und was sind das für komische Babypuppen, die sie hat? Das ist so weird alles. Ja, das Doofe ist halt, sie hat tatsächlich noch einen Schlüssel bei sich, den wir garantiert brauchen. Ah, nee. Sieht das hier genauso aus wie bei Six? Nee, ne? So ein bisschen ähnlich sieht das aus, aber es ist nicht genau derselbe Raum. Weil Bilder von ihr, man kann noch weiter nach oben gehen, aber hier war ja auch noch ein schöner Raum. Ist das jetzt, nee, also das sieht ähnlich aus wie der Raum, wo wir mit Six damals waren. Aber ist es nicht und das Auge scheint zu bluten. Da passiert bestimmt nichts, wenn ich die Dings hier nehme. Was ist jetzt los? Was geht jetzt denn ab? Und die, mach das wieder rückgängig. Pack das Ding da wieder rein. Nichts passiert. Was? Bitte was? Okay, ich fühle mich allzu als wie Indiana Jones. What the fuck? Okay, wenn ich die nehme... Okay, die Tür schließt sich sogar. Und dann wird hier hundertprozentig zerquetscht. Wenn man die klauen möchte. Okay. Sorry, Auge. Ich wollte dich nicht nerven. Ich gehe ja schon wieder. Gibt's auf der anderen Seite auch so einen interessanten Raum. Da war so eine Puppe, die anders aussieht als die Noms. Und der hat sich hier hinten... komisch versteckt. Der hat da so hingeguckt. Oh Gott, okay, das ist gruselig. Warum ist hier so eine komische Puppe? Verschwinde, du Puppenviech. Nimm dein Buch und hau ab. Hä? Brauche ich dieses Buch? Oh, ist das ein wichtiges Buch? Ich glaube, das ist ein wichtiges Buch. Da ist ein Dreieck drauf. Und jeder weiß, Dreiecke formen die Welt. Irgendwann, Leute, irgendwann werden Bücher richtig cool. So wie Pokémon-Karten. Und dann sammelt man Bücher statt Pokémon-Karten. Und ich bin jetzt der Coolste, weil ich so ein goldenes Buch habe mit einem Triforce drauf. Wir legen das mal fürs Erste dahin. So, Götter der Augen, seid ihr zufrieden mit meiner Opfergabe? Das ist eine Superware-Buchrückenkarte. Ich kann hier Bücher reintun. Müssen die hier einfach richtig eingeordnet werden? Ja, tatsächlich, ne? Ich glaube, das muss dann hier rein. Warum sonst? Ja, oh, irgendwas ist passiert. Warum sonst sollte man das machen? Und das andere Buch, das wir oben gefunden haben, das muss bestimmt hier rein. Okay, warte. Hol ich das nochmal kurz? Ich meine, für irgendwas muss das ja gut sein. Und wenn das jetzt hier nicht rein soll, doch. Irgendwas zieht sich auf. Ich weiß nur nicht, warum und was das bringen soll. Hier haben wir halt noch ein Buch. Oh, okay, ich sehe auch schon, wo es rein soll. Hier in die Ecke. Zack. Und? Eine geheime Tür! Darauf muss man erstmal kommen. Okay, da haben wir eine andere Statue, die wir wahrscheinlich dann austauschen müssen mit dieser Statue bei diesem Auge. Das tauschen wir einmal richtig geil Indiana Jones-Style
die Dinger hier einmal aus. So, Holz ist drin. Holz besänftigt ihn wieder. Jetzt habe ich hier so eine... Ja, aber hier geht trotzdem nichts auf. Okay, jetzt habe ich eine Steinstatue. Das ist toll. Okay. Steinstatue ist mehr wert als eine Holzstatue, I guess. Oh, guck mal, da oben ist zumindest eine kaputte Statue. Vielleicht... Oh, okay, er hat sie einfach hier reingelegt. Alles klar. Das war anscheinend richtig. Jetzt ist hier eine Statue. Ich brauche noch mehr. Hier ist noch so ein Dreieck auf dem Boden. Den brauche ich anscheinend noch. Und hier ist noch ein Viereck. Warte mal, ein Viereck. Dann muss der doch in das Viereck rein. Oder bin ich dumm? Ah. Ich fühle mich wie Lara Croft. Als Kerl. Okay, wo zur Hölle kriege ich jetzt noch zwei weitere Statuen her? Was? Ah, ich kann das Ding doch drehen. Oh, ich bin so dumm. Man muss das in eine Richtung drehen. So, das Auge sieht schon mal nicht. Das heißt, wir müssen das jetzt für alle Augen machen, ja? Jemand kann das drehen. Und je nachdem, wo der Schalter ist, dreht sich das dann auch in der Mitte, wenn ich hier den Knopf drücke. Ja, gar kein Plan, was mir das jetzt bringen soll. Alles klar. Hier ist halt noch eine Tür... Ah, die Tür können wir auch anleuchten. Yo, was sind das denn für Rätsel? Die sind mir viel zu krass. What the hell? Okay, hier werden wir garantiert die zweite Statue finden. Sie hat ja noch eine große Statue von sich, ey. Das ist so gruselig, dass sie so viel von sich hier hat. Oh, und ich habe irgendwie auch die Befürchtung, dass sie hier gleich wieder ankommt. Oh nö, ey. So viel von ihr. Sie ist richtig von sich überzeugt. Aber guck mal, sie hat ja auch die ganzen Gäste, die die Kinder fressen. Warum hat sie denn davon hier eine ganze Reihe an Bildern dran? Ist das vielleicht doch ihre Familie oder so? Sind das gar keine Gäste gewesen? Sah aber ehrlich gesagt so aus. Komm schon wieder in das nächste Rätsel. Okay, will ich die fette Dame andrücken? Will ich das Kind andrücken? Hier haben wir die Lehrerin. Die kennt man aus Little Nightmares 2. Also ich habe die zumindest gesehen. Das da, das ist die Lehrerin. LOL, Foreshadowing für den zweiten Teil. I love it. Ja gut, und was soll ich jetzt hier drücken? Ich drück doch nicht einfach auf gut Glück. Da passiert doch bestimmt irgendein Scheiß. Naja, die Lehrerin finde ich sehr sympathisch. Wir drücken mal die Lehrerin. Hallo, wie geht's? Sie werden im zweiten Spiel sein. Ist das nicht toll? Finde ich auch. Oh, die sieht mir auch sympathisch aus. Jeden einzelnen Knopf drücken und hoffen, dass was passiert? Oh. Das hier hat bestimmt irgendeine Bedeutung. Wir haben hier zwei Kinder. Es sieht mir aus, als wenn das zwei weibliche Kinder sind, weil das mehr oder weniger ein Kleid ist. Deswegen vermute ich... Ja, was vermute ich denn? Was vermute ich denn mal? Also wir haben da ein Kind auf der rechten Seite, ja? So ein kleiner. Da haben wir noch ein Kind. Aber das Blöde ist... Oder ist das da gar kein Kind? Nee, okay. Ich glaube, wir drücken einfach mal alle, außer die Kinder. Nee. Okay, ich muss 5 Dinger drücken und dann muss irgendwas richtig sein. 3 Tage später. Okay, ich glaube, es war jetzt einfacher als gedacht. Ich sehe genau 5 Bilder hier in diesem Raum, die es auch hier gibt. Die anderen 3 gibt es da gar nicht, meines Wissens. Also die Lehrerin ist nicht da, dieses kleine Kind ist nicht da. Der hier wäre jetzt noch der Letzte, der da im vorderen Raum hängt. Oh, und das ist es tatsächlich. Doch so einfach. Okay, nice. My brain ist doch nicht allzu dumm. Haben wir hier... Oh, da ist die zweite... Madame, ist das hier auch wieder eine Falle, dass ich den nicht einfach so nehmen darf? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die einfach so nehmen darf, vor allem das ist wieder so ein Auge. Naja, lass mal probieren. Nee, aua, oh, bitte nicht, warum machst du? Okay, nächster Teil. Ich glaube, ich habe schon gesehen, was ich gerade machen musste. Also ich muss die Figur nehmen und mich dann sofort hier hinter verstecken. So, und jetzt hoffe ich, dass er einfach woanders hinguckt. Ja, okay, easy peasy. Tschüss, du Vollidiot. So, und ich verstecke mich jetzt natürlich hinter diesen Dinger, weil sonst sterbe ich ja. Okay, danke. Tschüss, wir sehen uns nie wieder, du Bastardo. So, I'm out of here. Shit, ich muss das Ding noch drücken. Als... Oh, gerade noch überlebt. Bitte guck wieder weg. Ich bin hier gar nicht, genau. Voll gemein. Nur weil er seine komische... Ui, seine komische Statue nicht mehr hat. Okay, nice. Damit haben wir Statue 2. Hier sind komische Geräusche. Oh, ich habe so Angst vor dieser Madame. Aber die ist bestimmt noch an ihrem Spiegel, oder? Redet nicht mit mir.
ihr komischen Wesen in meinem Kopf. Euch gibt es gar nicht. Ich bilde mir das alles nur ein. So, damit haben wir auch die Dreieckstatue. Die kommt natürlich auch auf ihren Sockel. Jetzt fehlt noch die Kreis... Scheiße. Die Kreisstatue. Ist sie jetzt weg von ihrem Spiegel? Dash, wer ist das denn? Hey! Hä? Hier laufen überall kleine Kinder rum. Hallo? Warum laufen hier kleine Kinder rum? Bin ich das? Ist das ja... Die sind hier wohl... Oh nein! Warum? Aber ich weiß, glaube ich, wo ich hin muss. Aber ich weiß nicht, ob ich dahin will. Warum sind hier so viele Kinder? Die sind garantiert in Wirklichkeit nicht hier. Okay, die Madame ist weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die letzte Statue auf ihrer Musikuhr da ist. Auf ihrer Spieluhr. Da ist ein kleines Kind. Und es kommt auf mich zu. Nee, nee. Hau ab, du. Du. Nein, nein, heute nicht. Das sind diese... What? Stirb! Endlich kann meine Taschenlampe mal irgendwas. Die zerfallen einfach, sobald man sie anleuchtet. Nein! Geh bitte weg. Hallo, jetzt sind hier richtig viele von diesen ekligen Puppen. Was ist das? Wow. Hallo? Das ist auch wie im zweiten Teil. Die haben hier schon ausprobiert, was sie im zweiten Teil machen wollen. So scheint es mir. So, wir müssen auf jeden Fall da oben hin, weil wir brauchen diesen Schlüssel. So. Okay, wir haben einen viel zu großen Schlüssel. So, Schlüssel da rein. Puh, okay. Let's see. Was haben wir hier? Hallo? Madame, seien Sie nicht sauer, dass ich Ihre Statuen wieder an den richtigen Ort bringe, ja? Das wäre ganz schön kindisch, wenn Sie deswegen sauer wären. Geht alle weg von mir! Das ist ein Bösewicht. Du bist ein Schurke! Du Schurke, verschwinde! Jetzt bin ich nämlich das Auge, das die Kinder fand ich... Oh, stellt euch das mal vor. Ich bin einfach diese Augen. Und das hier sind in Wirklichkeit auch Kinder, die einfach nur fliehen wollen. Aber ich bin schon so runtergekommen. Also ich bin jetzt selber schon so ein Monster, dass ich zu so einem Auge geworden bin. Kann gut sein. Schließe ich auf jeden Fall nicht aus. Das ist bestimmt wieder so ein richtig crazyes Ende, was wir hier haben. Okay, Stuhl hier ran. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt ein bisschen Licht. Licht wäre richtig geil. Ne, kein Licht. Hallo, geh wieder weg. Aber wie krass, dass wir wegen dieser Taschenlampe, die wir von diesem einen Kind ganz am Anfang bekommen haben, jetzt hier einfach nur überleben. Ansonsten wären wir jetzt einfach tot. Oh, ein Klavier, das ist nice. Kann man darauf spielen? Klingeling. Ja, klingeling. Oh, das ist ja das Beste. Musik ist sehr wichtig im Leben. So, wir haben hier eine große Eichel, wie es mir aussieht. Diese Eichel bringt mir gar nichts, wir kommen nicht raus. Ach, es ist schon wieder ein irgendein Rätsel. Muss ich irgendwas Richtiges spielen? Warte, ich kann mich hier ranhängen, gell? Da haben wir die dritte Figur! Hallo, ich dachte zwar, wir kriegen die von der Spieluhr, aber anscheinend nicht. Ja, okay, wir haben die letzte Figur. Fehlt nur noch der Ausgang. Hä? Wie zur Hölle komme ich denn aus diesem komischen Raum hier wieder raus? Okay, wait. Wir sehen, dass das Ding hier flackert. Vielleicht... Oh, muss man da einfach ran. Meine Güte! Okay, man muss wirklich richtig um die Ecke denken bei diesem Spiel. Also finde ich. So, und auch die letzte Maggie wird an ihren Platz gebracht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Ich bringe mich mal kurz in Sicherheit. Wahrscheinlich geht einfach nur die Tür... Ja, es geht einfach nur die Tür auf. Oh, da wird sie doch jetzt hundertprozentig hinterwarten. Hallo? Bist du schon gestorben? Hat Six dich eventuell schon um... Acht, Six, bitte. Hast du sie bitte schon umgebracht? Das wäre richtig toll. Oh Mann, man sieht schon wieder den Atem. Es wird hier gespenstisch kalt. So, als wenn hier ein Dementor wäre. Genau so. Oh, ich höre auch irgendwie... Ah! Oh, du Kackpuppe! What the f... Richtig erschreckt von dieser Puppe. Okay, sorry Leute, ich muss jetzt ein bisschen Licht ausmachen, weil ich habe wirklich Angst, dass sie mich sieht. Oh, sie betrachtet sich im Spiegel? Oh, sie ist eine alte Dame in Wirklichkeit. Sie ist in Wirklichkeit eine alte Dame, deswegen trägt sie immer eine Maske, damit sie sich jugendlich fühlt. Sie ist einfach nur eine alte Dame. Ich hab dich gesehen, wie du alt bist! Ich hab dich gesehen! Ich hab gesehen, dass du eine alte Schachtel bist! Du kannst dein Geheimnis nicht mehr bewahren! Egal,
was du tust. Okay, damit wäre aber auch geklärt, warum sie alle Spiegel kaputt macht. Weil sie sich einfach selber nicht angucken mag. Deswegen macht sie alle Spiegel kaputt. Das macht sogar Sinn. Mehr oder weniger. Okay, genau diese Szene hatten wir schon mit Six. Genau hier kam die, glaube ich, ein hinterher. Du bist gar nicht so hässlich, wie du denkst, Madame. Du bist gar nicht so... Oh, nee. Warum verfolgt der einen immer so komisch? Okay, ich laufe einfach. Ist mir egal, dass er mich verfolgt. Ja, ich weiß, dass du hässlich bist. Und ich habe eine Taschenlampe. Und du magst bestimmt auch kein Licht, oder? Die mag bestimmt auch kein Licht. Oh Gott, jetzt ist sie doch vor mir. Wieso laufe ich hier hinterher? Guck mal, ich laufe hier halt wirklich hinterher. Ich bin der dümmste Mensch aller Zeiten, dass ich hier hinterher laufe. Bin einfach der dümmste Mensch aller Zeiten. Madame, kannst du mich vielleicht einmal hochheben, damit ich hier die Tür aufmachen kann? Hallo? Muss ich etwa hier links rein? Schon wieder überall die Spiegel kaputt. Wir wissen, mit dem Spiegel können wir sie aufhalten. Oh, aber wir haben keinen heilen Spiegel. Ist gar nichts. Sie hat jetzt die Tür aufgemacht. Ah, okay. Er hat die Tür für uns aufgemacht. Das ist sehr nett. Kommen wir jetzt zu dem Finale, das wir auch davor schon hatten? Wird Eduardo auch so ein komischer Typ? Oh, sie hat uns. Das ist jetzt aber nicht so nett. Lass mich. Nee, Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe in Attack. Ich will die Taschenlampe machen. Eduardos Ende ist kein Happy End. Also war das von Six auch nicht, aber... Wir sind ein Nom. Nein, warum sind wir denn ein Nom? Sie hat uns verwandelt. Es war so klar, dass sie dafür verantwortlich ist. Jetzt haben wir natürlich keine Taschenlampe mehr. Jetzt sind wir einfach so ein hässliches Nom. Es war so klar, dass die Kinder diese komischen Pilzwesen sind. Es war von Anfang an klar. Und deswegen helfen die einem auch. Mehr oder weniger. Die haben aber auch Angst vor einem. Das ist noch ein bisschen merkwürdig, warum die Kinder oder warum die Noms vor den Kindern Angst haben. Hallo? Gibt's hier noch andere wie mich? Oh Mann. Ja, das ist jetzt natürlich ein Downer, dass sie uns verwandelt hat. Apropos Down, wir gehen jetzt mal in die unterste Schublade hier. Hallo? Gibt es hier irgendjemanden, der genauso fühlt wie ich? Irgendwen? Aber jetzt können wir mit den anderen Noms eine große, glückliche Familie sein. Und wir werden auch nicht gefressen, weil wir ja kein Kind mehr sind, nicht wahr? Die juckt das gar nicht, dass es uns gibt, I guess. Also ist nicht alles schlecht, so ein Nom zu sein. Nur ein kleiner Nom, der hier vorbei will. Ganz genau, nur ein ganz kleiner Nom. Ihr wollt keine Noms fressen. Noms schmecken gar nicht. Die sind schon verwandelt und eklig. Lalalala. Das ist aber wirklich ein Twist. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Six gleich nochmal sehen werden. Wie sie hier vorbeiläuft. Vielleicht helfen wir ihr sogar. Oh, hier sind wir. Da unten kam Six raus. Und da ist der Fahrstuhl, mit dem sie nach oben gegangen ist, um die Madame zu töten. Guck mal, hier ist sogar noch die Maggie. Das heißt, Six war noch nicht hier. Weil Six hätte die Maggie hier ja kaputt gemacht. Okay, also wir sind noch vor Six hier. Wir wurden verwandelt, bevor Six überhaupt was machen konnte. Aber ist ja auch logisch. Hallo. Bisschen zu viel gefressen, hä? Ich kenne das Gefühl. Da tut der Magen sehr weh, aber man ist glücklich. Nein, ihr wollt mich nicht fressen. Tschüss. Wie witzig das ist, dass wir jetzt so ein kleiner Nom sind. Aber auch komisch, dass sie jetzt schon alle satt sind. Oder nicht? Die haben aber schon alle aufgegessen. Das ist eine ganz komische Zeitzone, in der wir uns hier gerade bewegen. Nein! 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 Wir sind der Nom, den Six gefressen hat? Oh, bitte nicht! Oh, bitte nicht! Nein. Die anderen wissen schon. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Kleiner Nom, Eduardo, nein! Ja, das ist unser Ende. Eduardo war so lieb und hat uns das Fleisch gegeben. Und wir haben ihn aufgefressen als Six. Genau das bedeutet diese Endszene. Oh, ich bin froh, dass man nicht nochmal sieht, wie wir aufgefressen werden. Aber dadurch wird ja das Main Game jetzt nochmal eine ganze Ecke anders, ne? Oh, scheiße, was ein Ende. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass Eduardo der Typ war. Das wäre noch krasser gewesen,
Wenn Eduardo jetzt wirklich der Typ ist, der Six ganz am Anfang aus der Cafeteria dieses Brot gegeben hätte, dann hätte er Six am Anfang vor dem Hungertod bewahrt, wollt ihr dann am Ende wieder etwas zu essen geben und wird dann selbst gefressen. Auch krass. Beide Enden sind krass. Also Six ist wirklich richtig, richtig böse. Die hat ja einfach jegliche Menschlichkeit verloren. Und Eduardo ist dann eigentlich der wahre Held, der aber halt einfach gefressen wurde. Und dieser Fernseher ist einfach ein Foreshadowing auch wieder auf Little Nightmares 2. Da wird bestimmt auch noch mehr erklärt. Allein zu Little Nightmares 1. Uff, harte Kost. Okay, das waren die drei DLCs. Die Enden sind so geil von Little Nightmares, aber auch erschreckend. Aber doch, das ist ein gutes Ende. Spiele haben es manchmal mit den Enden, dass sie nicht gut sind, aber von Little Nightmares, da kann man wirklich gar nichts sagen. Sowohl zum Hauptspiel als auch zu dem DLC-Spiel quasi. Das war jetzt so ein Seitenspiel. Gut, dann lasst mir einen Kommentar da, wie ihr dieses Spiel fandet. Little Nightmares 2 wird wahrscheinlich noch ein bisschen warten, weil es mir zu teuer ist und ich es, wie gesagt, nicht geschenkt bekommen habe. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, was auch immer das sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen das verkraften, was hier gerade passiert ist. Tschüss.